Herzen bewahren. Der Lößnitzer Heimatverein bzw. in voller Länge der Verein der Lößnitzer Heimatfreunde e.V. hat sein 30-jähriges Bestehen gefeiert. Bei der Festveranstaltung stand im Gasthof Drei Hansen eine Rückbesinnung auf die vielfältige Vereinstätigkeit im Mittelpunkt. Der Verein hat sich die Pflege und Erhaltung der Lößnitzer Heimatgeschichte, des erzgebirgischen Brauchtums, des heimatlichen Liedguts und der erzgebirgischen Mundart zur Aufgabe gemacht. 1990 war der erste Verein, der sich in Lößnitz gleich nach der politischen Wende mit 9 interessierten Lößnitzer Bürgern gründete. Heute zählt der Heimatverein 36 Mitglieder. Zur Festveranstaltung überbrachten der Bürgermeister I.R. Gotthard Troll und der amtierende Bürgermeister Alexander Troll ihre Glückwünsche. Unter den Gästen waren neben den Heimatfreunden auch Vertreter verschiedener Lößnitzer Vereine mit vergleichbarer Zielstellung. Zu nennen sind da der Verkehrsverein, der Bronzenglockenspielverein, der Schnitz- und Bergverein sowie der historische Bergbauverein. Vom Verein Alte Salzstraße Halle Prag waren der Präsident und der Vizepräsident aus Halle angereist. 10 junge Stadtführer bereicherten den unterhaltsamen Abend mit einem kleinen Geschichtsexkurs durch die Stadt Lößnitz. Einer von ihnen ist der 9-jährige Loris. 1806 war der erste Stadtbrand. Er hat 183 Häuser verbrannt, 16 Scheunen, das Brauereihaus, die Schule und das Rathaus. 1809 kam es wieder zu einem Stadtbrand durch einen Blitzschlag. Es wurden 104 Häuser verbrannt und 26 Häuser, die nach dem ersten Stadtbrand wieder aufgebaut wurden, sind wieder verbrannt. Doch nicht nur Zahlen wurden bei der Festveranstaltung serviert. Mit Video- und Diashow blickte der Verein mit seinen Gästen auf die 30 Jahre währende aktive Vereinstätigkeit zurück. Erneut erlebt wurden so Ausstellungen zur Heimatgeschichte, Theateraufführungen mit regionalgeschichtlichem Hintergrund, Kulturreisen und vieles mehr. Der Lößnitzer Heimatverein hinterlässt in der Stadt und darüber hinaus seine Spuren. Auch 2020 ist einiges geplant. An 545 Jahre Lößnitzer Schuhherstellung soll erinnert werden. Auch beim 4. Lößnitzer Musikcocktail im Campus wird aktiv mitgewirkt. Es ist weiterhin vorgesehen, die mit Spenden finanzierte Skulptur Jäger mit Beute im Lößnitzer Stadtpark aufzustellen. Selbstverständlich will man auch 2020 am Lößnitzer Salzmarkt und zum Salz- und Salinefest, hier im Bild, mit dem traditionellen Salzhandel in Halle mitwirken. Und die sich monatlich treffenden jungen Stadtführer werden auch zukünftig von den Heimatfreunden mit ihren Fach- und Sachkenntnissen unterstützt.